Hallo und ganz herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen Wegbegleitern, die dir Abkürzungen zeigen, auf die du wahrscheinlich nie so schnell gekommen wärst. Menschen, die auf ihrem Weg so ein paar Schritte vorausgegangen sind und dich jetzt mitnehmen und berichten von ihrem Werdegang, von ihren Ups and Downs und allem drumherum. Auch diese Folge wird wahnsinnig inspirierend, weil wir haben eine so besondere Person heute hier. Es ist ein Live-Interview mit Alessandra. Und ich habe dich kennengelernt auf dem Seminar von Tobi Beck. Und da gibt es ja immer diese bestimmten Typen von Menschen und die siehst du und du denkst dir, okay, das ist special, something special, ein ganz besonderer Mensch. Irgendwas hast du und irgendwas ist es und oh, das will ich kennenlernen. Und deswegen freue ich mich, wenn ich dich heute der gesamten Community vorstellen darf, weil du bist ein wirklich besonderer Mensch. Und wir erfahren heute, wie es um authentische Kommunikation geht, wie man das selber hinkriegt, wie du zum Thema gekommen bist und allgemein, wer du als Mensch bist. Deswegen herzlich willkommen! Ich nehme den Ball gerne auf. Ja, vielen lieben Dank für deine Worte und für diese unglaublich inspirierende Anmoderation. Lustig war, finde ich, auf der Public Speaking Academy, wir haben die ersten Tage, glaube ich, eigentlich null Kontakt gehabt. Und am Schluss, so die letzten 10 Minuten, bevor eigentlich die Gruppe auseinanderging, habe ich dann das, was du gerade beschrieben hast, auch diesen Funken auch gespürt. Ja. Und beim Abendessen dann habe ich echt gedacht, wow, okay, mega spannend. Und als ich gehört habe, was du alles machst und so, da habe ich mich ja quasi selber zu diesem Podcast eingeladen. Das war auch geil. So, also wenn ich mal Fame habe, kann ich dann bei dir im Podcast sein. Und du warst so nett und hast gesagt, kann es auch jetzt schon. Ja. Fame spielt keine Rolle, deswegen freue ich mich mega, hier zu sein. Ja. Dass das vor allem auch mit dem Live-Podcast geklappt hat. Und ja, freue mich mit dir jetzt ein bisschen über authentische Kommunikation und das Leben zu sprechen. Lass uns doch mal reinzoomen bei dir in deine ersten 7 Jahre deines Lebens. Wie war also das? Quasi vorgestern. Ja, genau. Wie warst du als Kind? Hattest du Träume? Wie war das Verhältnis zu deinen Eltern? Ich war von 0 bis 7 ein sehr fröhliches Kind und hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter und zu meiner Schwester, die 2,5 Jahre jünger ist. Und wir sind dann auch sehr wohlbehütet aufgewachsen, also alles schön, also rosarot, und uns hat es an nichts gefehlt. Also es war eine sehr liebevolle Kindheit. Und ja, ich habe eine sehr enge Verbindung zu meiner Familie, zu meiner Mutter und zu meiner Schwester. Und bin da auch sehr dankbar für, dass ich wie diese ersten Jahre so wichtig sind, auch wenn du zu einer erwachsenen Person ranwächst, dass dieses Fundament, dass diese Basis so stabil ist. Ich bin da echt dankbar, weil darauf kannst du, glaube ich, echt mega aufbauen dann auch in Zukunft. Mhm. Mit 7 und einem Tag wurde es dann ein bisschen schlechter, als ich in die Schule gekommen bin. Aber ja, das war. Wie war das dann? So schwierig. Ich war sehr schüchtern, extrem schüchtern. Also schüchtern. Woher kam das? Plötzlich so vom Aufgeweckten? Ich war aufgeweckt, das muss ich vielleicht dazu sagen, in der Familie, in diesem geschlossenen System, in diesem geschlossenen Raum. Geschützten Raum. Genau, ja. In diesem geschützten Raum. Aber sobald irgendwie fremde Leute waren, keine Ahnung, da habe ich eine Mauer aufgezogen, habe Angst gehabt, fast vor jedem und vor allem. Und das ist natürlich uncool, wenn du dann in die Schule kommst und diese Mauern immer noch hast und vor allen und vor allem Angst hast. Und ja, das strahlst du dann natürlich auch aus. Und dann kannst du dir sicher vorstellen, bist du nicht das beliebteste Kind. Mhm. Das war bei mir genauso. Also dieses typische 8 Jahre gemobbt. Ich bin nicht gerne zur Schule gegangen, wegen den Mitschülerinnen und Mitschülern. Rein vom Lernen und so, das hat mir mega Spaß gemacht. Ich bin da voll aufgeblüht. Aber auch wieder zu Hause, wenn ich in meinem Zimmer war und für mich das lernen konnte. Aber die Schule war echt sehr, sehr schwierig für mich und habe da halt auch mega viel fürs Leben gelernt und bin so auch indirekt schon das erste Mal mit der Kommunikation in Verbindung gekommen.
weil ich gemerkt habe, wie unglaublich wichtig es ist, diese Stimme in dir, die immer wieder ein bisschen hochkommt, also wie so eine kleine Flamme, die versucht sich irgendwie auszubreiten und du erlöscht sie oder erdrückst sie immer direkt wieder, bevor sie überhaupt ausbrechen kann. Und da dann wirklich durchzubrechen und zu sagen, hey, ich stehe für mich ein, ich erhebe meine Stimme, ich bin stolz auf das, was ich habe und was ich sein kann und bin und daraus das Beste zu machen. Nimm uns mal mit in eine spezielle Situation. Was waren das für Momente, wo du gerne was gesagt hättest, aber das nicht getan hast? Dazu noch sagen, ich wollte immer ein Junge sein, das war auch noch speziell. Ich habe mit 10 angefangen Fußball zu spielen, sehr intensiv. Und bin Skateboard gefahren, habe auch die Haare kurz gehabt. Und ja, fand das einfach cool, diese ganzen Jungs-Sachen zu machen. Und wollte auch wirklich lieber ein Junge sein, habe mir nie wirklich Gedanken gemacht, also das nicht weiter gedacht, sondern einfach so, ich finde das cool, ich spiele Fußball, schneide mir die Haare ab, trage Jungsklamotten und da bist du dann halt wirklich, ja, kannst du dir vorstellen, dann sitze ich in der Schule und komm, es ist Sommer und ich trage halt kein Röckchen oder kein Kleidchen, sondern halt eine kurze Hose, wie Jungs das halt so haben. Ja. Und da bist du dann halt ja, Gesprächsthema Nummer 1. Ja. Und für mich so prägende Momente war halt immer so dieses Thema Alleinsein. Also diese Angst, sei es im Sportunterricht, obwohl ich sehr gut war, aber du wirst trotzdem immer als Letzte gewählt und du stehst dann da. Oh, das hatte ich auch. Ey, das ist so schlimm. Oh Gott, ich hatte einmal so Angst. Ja, und da gehst du schon mit Angst hin. Oh. Und dann kannst du sicher sein, du verkackst auch alles, weil du so von der Angst getrieben wirst. Ja. Habt ihr Völkerball gespielt? Ja, wir haben ich war immer der abgeworfen wurde. Ja, das hat so wehgetan. Die haben immer extra stark geschmissen, gell? Und dann versuchst du, ich habe auch immer so alles weggelächelt, und dann versuchst du immer zu lächeln und sagst, ja, es ist super. Hat gar nicht wehgetan. Ja, genau. Und da steigen dir die Tränen in die Augen und du denkst, es tut mir so weh und ich möchte einfach nur weg. Und es steigt so eine Hitze in dir auf und du stehst da, deine Knie zittern, du hast schweißige Hände, Tränen in den Augen, aber die Mundwinkel gehen immer nach oben, weil du denkst, du darfst jetzt keine Schwäche zeigen. Ja. Das ist halt echt so, boah, kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich dran zurückdenke. Wie furchtbar Kinder zueinander sein können. Das ist echt... Ja. Ja. Okay. Ich hatte es erst im Nachhinein wirklich so kapiert, weil ich wollte meinen Eltern davon nie was erzählen. Mhm. Ich wollte meinen Eltern auch immer gegenüber so das Gefühl geben, macht euch keine Sorgen, alles cool. Okay. Ich weiß, ich bin ein bisschen anders, ich mache ein bisschen andere Sachen als alle anderen, aber ich bin immer ein Schlagzeug geflüchtet und habe pro Tag so 5-6 Stunden Schlagzeug gespielt. Bei mir war es der Fußball. Ja. Und meine Eltern hatten, glaube ich, auch grundsätzlich das Gefühl, okay, da ist alles gut bei dem. Ich wurde jetzt nie irgendwie verprügelt, aber so der Sportunterricht, das war schon heftig. Und lustigerweise waren ganz viele immer so, wenn ich das jetzt heute meinen Mitschülern erzählen würde, was meine eigenen Erfahrungen waren, dann würden die sagen, Ja, so ein Quatsch, weil du warst doch immer der Superbeliebte und du warst doch immer Klassensprecher und du warst doch immer, aber man spürt ja selber dieses Subtile viel krasser als jetzt. Und man hat auch eine ganz andere Wahrnehmung und solche, ich habe gestern mit jemandem gesprochen und habe gesagt, weißt du, es ist unglaublich, wie so ein einzelner Moment eben im Turnunterricht vom Völkerball, wie dieses Gefühl, wie du dich da reindenken und fühlen kannst und wie das dann wieder hochkommt. Ja. Oder wenn sie schlecht über dich reden oder mit dem Finger auf dich zeigen und dich auslachen oder so. Solche Momente, wo die 15 Jahre her sind und heute sitzt du hier und du siehst sie so klar vor den Augen, das ist echt... Heftig, ja. Das ist wirklich. Was war so der krasseste Moment? Es gab verschiedene krasse Momente, aber für mich so auch ein Moment, der sehr, sehr schlimm war. Ich hatte nie Freundinnen und ich hatte eine Freundin, das war wirklich eine gute Freundin, oder dachte ich zumindest. Und wir waren in einem Schullager irgendwo auf einer Berghütte und da habe ich mitbekommen, wie sie halt mit den anderen, mit den Coolen, halt wirklich so eine halbe Stunde über mich so schlimm geredet und mich schlecht gemacht hat und über mich gelästert hat. Und ich saß da in diesem Vorraum und wusste, ich muss jetzt hier noch eine Woche bleiben. Und mir sind die Tränen einfach nur runtergelaufen. Und auch da, die sind dann rausgekommen und haben mich dann so gefragt, ja,
hast du gehört, was wir gesprochen haben? Weil die Türen sind ja nicht so dick. Und ich habe dann auch wieder gelächelt und gesagt, nein, nein, ich habe nichts gehört und ich habe hier nur gewartet, bis eben der Raum frei wird, dass ich reinkomme. Und das war für mich echt so ein, da hast du einmal eine Freundin, wo du denkst, du hast eine Freundin, und das ist noch schlimmer als, ja, Worte können echt mega, mega schlimm sein. Oder wenn du dich einmal öffnest, jemanden, wo du denkst, hey, die findet dich cool, und dann darfst du erfahren, dass es eben doch nicht so ist. Ja, das war, und dann stehst du wieder allein da und musst noch 5 Tage in diesem Klassenlager auf dieser Hütte bleiben und jeden Morgen, jeden Mittag, alles, was in der Gruppe ist, ist einfach die Hölle. Hölle. Ja, wirklich. Hattest du dann männliche Freunde? Ich hatte fast keine Freunde. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in der Primarschule überhaupt so wirklich einen Freund oder eine Freundin hatte, die jetzt immer so da war. Ich war für mich eher und habe mich auch von Anfang an immer mit Eltern besser verstanden. Also ich war auch ein bisschen anders einfach, dass ich immer, ich konnte mit Gleichaltrigen irgendwie nichts anfangen und die haben mich auch alle nicht verstanden und eben mich nur ausgelacht, und Eltern haben mich irgendwie immer verstanden. Ich weiß nicht, das war so, ja, ich bin auch nie, so prägende Ereignisse, wenn meine Mutter hatte Gäste eingeladen und da waren Kinder, da waren aber auch viele Erwachsene und ich war immer das Kind, das einzige Kind am Esstisch, was bis zum Schluss da gesessen hat und das alles aufgesogen wie ein Schwamm und einfach mit denen mitgeredet ein bisschen, so gut das halt geht, mit 10 oder so, aber ich war irgendwie anders und heute bin ich aber froh, dass das so war, weil es hat mich echt extrem gestärkt in meinem Selbstbewusstsein und auch die Dankbarkeit zu haben, nie zu vergessen, woher du kommst, dass es auch andere Zeiten gibt und auch so viel daraus gelernt zu haben, wie du nie, oder was du nie zu anderen Menschen sagen sollst oder wie du andere Menschen eben nicht behandeln oder ihnen nicht begegnen sollst. Und das hat mich echt geprägt fürs Leben. Hattest du damals schon einen Berufswunsch? Also wusstest du, was du werden willst? Ja, das war auch lustig. Busfahrer. Genau, die Postbote. ich wollte, so einen richtigen Berufswunsch hatte ich, ich konnte es nicht in Worte fassen, also ich konnte jetzt nicht sagen, ich möchte Moderatorin oder Speakerin werden, aber ich habe immer gesagt, ich möchte auf einer Bühne stehen. Und kannst dir vorstellen, ich konnte niemandem in die Augen gucken, ich konnte keinen geraden Satz sagen, wenn mich jemand was gefragt hat, auf dem Boden, über die Hände vor dem Mund, so geredet. Und dann fragte ich jemand, was ist dein Traumberuf? Ich will auf einer Bühne stehen. So, okay, viel Glück. Und das ist immer in meinem Kopf, aber dann hast du natürlich das äußere Umfeld und die ganzen Leute sagen, ja, das schaffst du eh nicht, guck dich an, du kannst nicht mal einen geraden Satz sagen, lerne erst mal den Leuten in die Augen zu gucken. Und habe dann ein mega schönes Erlebnis gehabt mit meinem ersten Job nach dem Abitur, wo ich einen Chef gefunden habe, mein direkter Vorgesetzter, der wirklich von Anfang an mich geglaubt hat. Okay. Der hat mich so gefördert und da hat dann diese Bühnenkarriere, hat die ins Leben gerufen und hat gesagt, ich weiß, sie sind schüchtern, ich glaube an sie, ich spüre das, da ist was, sie können das, weil er gemerkt hat, wie ich eben in diesem geschützten Rahmen bei ihm auch sein kann. Und er hat gesagt, wenn du das hier kannst, dann kannst du das auch draußen. Und wir schaffen dir diesen Rahmen, dass du dich wohlfühlst und du gehst auf die Bühne. Und bin dann mit 19 das erste Mal auf der Bühne gestanden. Ja, krass. Und echt, boah. Also ich war, glaube ich, 3-mal auf Toilette, habe mich übergeben. Echt, ich habe so gezittert. Ich hatte, da wirst du jetzt als Moderator auch lachen, so einen fetten Stapel Karteikarten. Jede Folie. Hallo, herzlich willkommen zu diesem. Wirklich so. Es war, ich habe leider kein Video. Und wenn ich Leute frage, ich kenne auch Leute, die damals da waren, die mich heute jetzt gerade erst vor 2 Tagen noch wieder auf der Bühne gesehen haben, die sagen, hey, in 10 Jahren hat sich so viel getan, das ist unglaublich, und wir haben den ersten Auftritt gesehen, die sagen natürlich schon, das war gut und so, die wollen dir ja auch Mut machen. Aber es war nicht gut. Ganz ehrlich, nee, da bringt alles Schönreden nichts, es war echt nicht gut, es war eine gute Erfahrung für mich, das hat mich gestärkt, aber
ja, danach ist ein langer Weg gestartet. Der Stapel wurde immer dünner bis jetzt. Ja, es war kein Stapel mehr da. Was hat dich dazu gebracht, dass du gesagt hast, ich gehe diesen Weg weiter? Weil ich meine, wenn man einmal so eine Bühnenerfahrung hat und du denkst dir, Alter, das war Hölle für mich, ich mache das nie wieder, das ist natürlich dann so der andere Weg, dass du sagst, never ever, never ever wieder auf der Bühne. Aber du hast dich ja für den härteren Weg sozusagen entschieden und hast gesagt, nee, ich gehe da durch, ich mache das, ich will da besser werden. Woher kam das? Ich habe eine Eigenschaft, auf die bin ich sehr stolz, und das ist Disziplin und Durchhaltevermögen. Also ich habe das, das kommt ziemlich sicher auch aus dem Fußball. Also ich habe jetzt das nicht professionell betrieben, aber es war schon 3 bis 4 Mal die Woche Training, Samstag ein Spiel, Sonntag ein Spiel. Also, und da meine, wie sagt man, Postur, mein Körper, ist jetzt nicht so, dass du sagst, hey, das ist perfekt für Fußball. Also ich war nach jedem Spiel verletzt und so und musste halt viel härter arbeiten, immer um ans Ziel zu kommen. Und habe dann gesehen, es funktioniert, dass wenn du richtig hart arbeitest, dann kannst du alles erreichen. Und das hat mir dann so gezeigt, so, wenn das im Sport geht, dann geht das auch überall anders im Leben. Mhm. Und ich glaube, wenn du so lang immer ausgeschlossen wirst, dann musst du dich ja auch immer, du musst ja dir selber auch was beweisen, oder du denkst, du musst dir selber was beweisen und allen anderen auch. Und da hast du halt permanent dieses, ja, mit oftmals auch mit dem Kopf durch die Wand, was du dann mit der Zeit lernst, dass es eben doch auch andere Wege gibt. Aber ich glaube wirklich sicher eins vom Sport und die ganze Kindheit, die Geschichte von vorher hat mich da sicher mega geholfen. Und der spannende Punkt war, es war für mich gar keine schlechte Bühnenerfahrung, weil ich persönlich war erstmal mega happy, dass ich es geschafft habe. Ich kann dir aber bis heute nicht sagen, was ich da erzählt habe. Also ich weiß das Thema, ich durfte den Produkte vorstellen, aber das war so eine Zeitkapsel. Ja, und irgendwann, ich weiß nichts mehr. Ich weiß echt, vergessen, ich stand da, ich bin hoch und gefühlt einen Schnips später mich wieder runter. Mhm. Und das war dann echt so, ich habe mich großartig gefühlt, weil, und da auch wieder, das Umfeld war perfekt. Mein Vorgesetzter war da, da waren 500 Leute, die haben mich abgefeiert, weil sie einfach gewusst haben, hey, das ist ein 19-Jähriges, ich nenne es jetzt mal Mädchen, das steht zum ersten Mal auf der Bühne, und einfach erwachsene Leute, die dir diesen Support geben, wo du dann denkst, ey, du gehst raus und denkst, boah, ich bin der Hero, ich bin geflogen. Ich habe Tage von nichts anderem gesprochen und habe dann gemerkt, boah, okay, wenn ich es einmal gekonnt habe, dann kann ich es auch noch besser. Und dann angefangen, meine Vorträge aufzuzeichnen. Wie bewegst du dich? Was machen deine Hände? Wie sind deine Füße positioniert? Wie guckst du? Weil auf jedem Bild solche komischen Grimassen gemacht, weil ich eine sehr starke Gestik und Mimik habe, und dann hast du halt immer solche Fotos und dann versuchst du dass du da ein bisschen lockerer wirst und ja. Wenn du mit 19 schon die ersten Produkte verkauft hast, was war das dann für eine Branche? Das war im Direktvertrieb, also Multilevel Marketing, also wirklich so Verkauf und Vertrieb pur, also das hat mir... Voll geil, Lebensschule. Ja, mega, mega. Erstens im Bereich von nochmal Durchsetzungsvermögen, aber auch Menschenkenntnisse. Mhm. Du lernst so viele unterschiedliche Menschen kennen, und zwar, ich sage jetzt mal, von der gesellschaftlichen Schicht von hier, von unten bis ganz oben. Also da ist alles und jede Altersklasse, alles findest du da. Und da lernst du echt die Menschen so gut kennen und weiß ganz genau, okay, wer meint es ehrlich, wer ist eher so ein Heimlichweiser und wer ist einfach wirklich total unehrlich. Und das hat mir so viel auch für mein Privatleben geholfen, dass ich einfach, vor allem wenn du so oft unbeliebt warst und nie Freunde hattest, dann bist du erstmal open heart. Ja. Du gibst alles, weil du einfach nur hoffst, dass Bitte. Du jemanden findest. Wirklich. Das ist echt... Ja. Und dann wirst du auch ausgenutzt, eben, das ist klar. Und da bist du auch naiv und denkst dir, okay, ja, Hauptsache ich habe jemanden, der mich mag, und ist egal, du musst hier... Danke. Ich hab's gecheckt. Tobi versucht, die Flasche zu öffnen. Aller Anfang ist schwer. Und gibst dann auch alles, und dann auch zu merken, so, hey, okay, bis hierhin und nicht weiter, und dich dann, Dankeschön, auch zu...
dahingehend persönlich zu verändern und auch mal ein bisschen, ja, nicht mehr alle direkt in ein Herz zu lassen, ja, das ist echt eine Lebensschule. Wurdest du da öfter noch verarscht auch, also auch im Geschäftlichen, dass dich Leute dann auch ausgenutzt haben, gemerkt haben, ah, Alessandra, die macht eh alles für uns, ja, passt schon, die buchen wir jetzt, sagen, die können wir, macht es für 0 Euro, passt schon, oder warst du dann da schon straight und hast schnell gemerkt, dass das Business auch nicht immer nur Happy, Konfetti, Herzen treffen aufeinander ist? Ja, ich glaube, man muss unterscheiden. Also ich habe nicht Network Marketing betrieben in Form als Partner. Ich war da fest angestellt. Und ich hatte natürlich eben meinen Vorgesetzten, der mich da extrem beschützt hat und der halt immer auch vorgegangen ist und geguckt hat, dass man ja, mich nicht verheizt. Und das, glaube ich, war sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ich hätte auch nicht gemerkt, wenn mich jemand verarscht hat, weil ich einfach so happy war, dass ich in einer Branche bin, wo ich so aufblühe und wo die Menschen mich und meine Art und meine Arbeit schätzen. Plötzlich ist, sie sind mir als zu viel, also du bist zu happy und zu offen und zu, und da war es plötzlich einfach, du bist genau gut, so wie du bist, und es passt perfekt und wir schätzen und wir mögen dich so, wie du bist, und das hat mich so gestärkt, dass ich auch gar nie das Gefühl hatte, in diesen fast 7 Jahren überhaupt zu arbeiten. Also es war, ich bin keinen einzigen Tag am Morgen aufgestanden und habe gedacht, boah, nee, ich muss jetzt arbeiten. Es war echt immer so, boah, cool, heute bin ich da, morgen bin ich da, ich kann überall rumfahren, Seminare machen, Veranstaltungen planen, vertriebliche Themen planen, Strategien ausarbeiten mit meinem Chef, und das war so richtig meine Berufung. 7 Jahre Multilevel Marketing, warum bist du dann ausgestiegen? Ich habe die letzten, also nach 3 Jahren habe ich mein Studium angefangen. Hast du durchgezogen? Ja, 4 Jahre berufsbegleitend. 100% gearbeitet nebenbei, dann wurde ich zur Geschäftsführerin befördert. Mein Vorgesetzter ist dann gegangen und hat mir das Ganze überlassen. Da war ich 22, glaube ich. Klar. Ja, und hatte ich von heute auf morgen 10 Mitarbeiter, extrem viel Umsatz zu verwalten und hatte keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber fand es total cool. Und habe mich dann noch entschieden, irgendwie noch eine Woche später, so, ja, lass mal noch ein Studium anfangen. Das ist ja nicht schon genug anstrengend. Und auch da hat mir wieder die Erfahrung aus der Kindheit und aus dem Sport so geholfen, das Ganze durchzuziehen. Weil normalerweise, wenn du berufsbegleitend studierst, machst du das nicht, arbeitest nicht 100% nebenbei. Und ich habe für mich einfach in meinem Kopf gedacht, okay, ganz ehrlich, keiner hat es bis jetzt gemacht, und die sagen dir auch, ja, das ist nicht erlaubt und keiner hat das bis jetzt geschafft. Und das war für mich dann wieder, okay, wenn es keiner geschafft hat, hat es vielleicht keiner versucht, also versuche ich es jetzt mal und ich mache es. Ja. Ja, es war, also nicht zu empfehlen. Echt, es war eine crazy Zeit, wirklich. Ich bin oft sehr stark an meine Grenzen gekommen. Ja. Ich würde sagen, sogar darüber hinaus. Und auch das, wieder das Positive, ich habe meinen Körper mit Mitte 20 schon so gut kennengelernt, dass ich jetzt genau weiß, wie weit ich gehen kann und wann ich meine Ruhephasen brauche, um eben dann nicht mehr über die Grenze hinauszugehen. Hat sich mal so richtig zerschossen auch? Fast, ja. Also inwieweit? Ich habe mit 25 übelste Schlafstörungen gehabt. Ich habe dann wirklich Nächte durchgelernt oder bis 1-2 Uhr morgens, weil ich wusste, am anderen Tag, das sind Prüfungen, oder habe dann meine Bachelorarbeit geschrieben, wusste am Wochenende. Ich habe meistens auch 6 oder 7 Tage Wochen gehabt, weil die Veranstaltungen sind ja oftmals am Wochenende. Und dann sollst du irgendwann auch noch deine Arbeiten schreiben, deine Prüfungen vorbereiten, lernen, was auch immer. Und da war ich echt mal, ich glaube, das war nach dem 3. Jahr, mit Schlafstörungen, in einem Ohr hatte ich immer so ein Piepsen, so ein Pfeifen, also so ein fast Tinnitus, ja. Herzrasen die ganze Zeit, extrem ungesundes Leben geführt, also fast nie, kein Sport gemacht, nicht raus, nur gearbeitet, mein Privatleben auch vollkommen vernachlässigt, weil ich einfach in meinem Tunnel war und auf ein Ziel zugearbeitet habe, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, ganz ehrlich, das ist nicht alles. Arbeit ist nicht alles. Es ist super, dass es dir so gefällt, aber es gibt auch noch was anderes im Leben. Und die Waage ist echt
Boom. Ja, genau. Von auf der einen Seite in den Erdboden versunken und auf der anderen Seite total oben, weil das kannst du auf lange, auch wenn du jung bist, das kannst du auf lange Sicht nicht machen. Ja, ja. Und deswegen habe ich mich entschieden, auch, also ich habe das Studium durchgezogen, ich habe es abgeschlossen auch gut und habe mich danach entschieden, mal einfach eine Pause zu nehmen, weil ich habe auch fast keinen Urlaub gemacht in dieser Zeit und ich war nie so nach dem Abitur mal auf Reisen. Ich habe gesagt, jetzt gehe ich mal 2,5, 3 Monate weg. Und, hast du auch gemacht? Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Das war Anfang 2018. Ich glaube, bis Januar war ich noch da. Dann habe ich Februar, März, April, Mitte April war ich wieder zurück, Mitte, Ende April. Und das war echt cool. Das war richtig gut. Bist du alleine gereist? Ein Teil alleine, ja. Ein Teil mit meinem Freund und dann noch mit einer Freundin. Okay. Und das war richtig, richtig gut, weil ich das erste Mal nach Jahren gelernt habe, wie es sich anfühlt, einfach mal nichts zu tun. Und am Anfang, kannst du dir vorstellen, bist du immer am Handy, die E-Mails. Und dann bist du da, hast dein Geschäftshandy abgegeben, dein Geschäftsauto abgegeben und sitzt da, muss mal gucken, wann der Bus fährt und wirst immer die E-Mails checken, aber ist halt nicht. Kommt nichts. Ist nichts. Keiner braucht irgendwas. Und das ist am Anfang schon relativ schwer gewesen für mich. Aber danach, als ich im Urlaub war, auf der Reise, da habe ich so viel neue Kraft geschöpft. Das war wirklich unglaublich in dieser Ruhephase und habe mich auch das erste Mal so angefangen, bewusst mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Das Thema Meditation, ich habe das als Kind oftmals schon gemacht. Einfach so intuitiv? Nee, meine Mutter. Und weil sie gemerkt hat, natürlich, es stimmt irgendwas nicht und dass mir das gut tun kann. Und das hat mir auch gut getan, habe das dann aber über die Jahre wieder vernachlässigt und habe dann eben im Urlaub gemerkt, wie schön es ist, auch mal was zu lesen oder einen Podcast zu hören oder einfach mal nichts zu tun, ohne sich dabei schlecht zu fühlen. Das war für mich so das Key-Learning. Und ich bin zurückgekommen und habe mir gedacht, ich wollte schon immer selbstständig sein, hatte die ein oder andere Anfrage, die Unterstützung in der Kommunikation brauchten. Ich habe gedacht, ganz ehrlich, anstatt dass ich mich jetzt da anstellen lasse für ein Pensum und da, gründest deine eigene Firma und guckst mal, was sich so ergibt. Ja. Ich meine, das ist ja auch, also vor allem du als Frau, du bist jetzt im positiven Sinne ja keine normale Frau, aber wie viele Frauen gibt es, die sich irgendwo gerne selbstständig machen würden, sich aber nicht trauen und sagen, nee, oh Gott, also das ist doch eher was für Männer, das ist doch eher was... Ja. Das dass du da auch einfach dann wieder so reinspringst, also nach Studium und dann, ups, auch noch Geschäftsführerin, ja, jetzt mache ich einfach den nächsten riesengroßen Berg auf, ja, mache ich jetzt Selbstständigkeit. Das ist ja auch noch verrückt. Ja, ich finde, das Leben, ich habe es immer als eine Reise gesehen und es ist einfach meiner Meinung nach so schade, das ist ein Appell an alle Frauen, die das hören, dass wir immer noch denken, wir sind irgendwie weniger wichtig oder weniger wertvoll als Männer und nur Männer können auf einer Bühne stehen oder nur Männer können Geschäftsführer sein. Und das, wer sagt das? Wo steht das? Weil es ist einfach, Frauen sind aber, das muss ich auch sagen, oftmals auch selbst schuld, meiner Meinung nach, weil sie in diese Rolle hineingehen. Und das war bei mir sogar einfacher, gell? Ja, es ist einfacher. Es ist natürlich, ja, ich bin eine Frau und ich werde ja eh dann irgendwann wahrscheinlich mal Kinder haben, das passt schon und das muss ich jetzt nicht, ja, was soll ich mich jetzt da aufopfern und so. Die Männer sind ja eh besser angesehen. Und für mich war es immer ein umgekehrter Ansatz. So, ich dachte, ja, erst recht. Es gab lange keine Frau mehr dann in unserer Region, in der Dachregion, damals bei der Firma, wo ich Geschäftsführerin war. Und da kannst du dir vorstellen, das sind alles nur Männer, die sind 20 Jahre durchschnittlich älter und da musste ich erstmal beweisen. Und das ist dann ein richtig krasses Haifischbecken. Und am Anfang war es auch, ich habe nach jedem Meeting geheult, weil die eine Umgangsform hatten und eine Sprache, Deutsche, aus dem Ruhrpott, also erst voll straight und Schweiz, also da prallen Welten aufeinander, auch nur schon in der Umgangsform, in der Tonalität, wie die sprechen, wie die dir begegnen. Bin nach dem Meeting nach Hause und habe mir gedacht, nee, ganz ehrlich, wieso tust du das an? Das ist nichts für mich, Und mit der Zeit gewöhnst du dich dann daran und du wirst auch stärker. Und
Ja, aber zurück auf deine Frage. In die Selbstständigkeit. Genau. Ich habe in dieser Zeit als Geschäftsführerin so viel Kraft gewonnen und so viel Selbstvertrauen, dass ich gedacht habe, schlimmer als einige Dinge, die da waren, oder Begegnungen oder Konfrontationen, kann es fast nicht mehr werden. Also es gibt keine Steigerung. Und ich bin so ein Mensch, ich gehe immer da relativ pragmatisch dran. Ich nehme einen Zettel, einen Stift, ich schreibe mir auf, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Und dann ist, okay, du findest keine Kunden, du bist nicht erfolgreich in dem Bereich jetzt. Okay, und dann? Ich habe ein abgeschlossenes Studium, ich habe eine berufliche Laufbahn, die wahrscheinlich nicht viele andere haben. Ich kriege überall einen Job, also ich werde jetzt nicht von heute auf morgen auf der Straße sein. Das Schlimmste ist, du findest keinen Kunde und du generierst keinen Umsatz. Und ist das jetzt wirklich schlimm? Das ist überhaupt nicht schlimm. Also das so im Kopf wirklich so wahrzunehmen, auch so, hey, wir machen uns oftmals die Probleme einfach selber oder suchen Probleme, wo gar keine sind. Und das hat mir mega geholfen, einfach auch mit dieser Lockerheit da ranzugehen. Und ich habe eins gelernt, wenn du wirklich was mit Leidenschaft, mit Lockerheit und mit Liebe und Dankbarkeit machst, dann kannst du alle für dich gewinnen. Egal welcher Menschentyp, egal welches Alter, die Leute lieben dich dann einfach, weil sie merken, es ist authentisch und weil du nichts vorspielst. Wenn mich jemand fragt, kannst du das und das auch anbieten in der Kommunikation, sage ich, du, ich habe es noch nie gemacht. Ich habe es im Studium gelernt, ich kann es probieren, aber ich möchte dir oder Ihnen schon mal sagen, ich habe keine Erfahrung. Ja, das mach nicht, aber wir möchten es trotzdem mit ihm machen. Ja, und dann ist einfach Offenheit. Ja. Viele haben immer das Gefühl, du musst irgendwas vorspielen oder was sein, was du am Ende gar nicht bist, oder was tun, was du vielleicht gar nicht kannst. Dann setzt du dich so, selber so unter Druck, dass du dann vielleicht wirklich scheiterst, weil du dem nicht gewachsen bist. Deswegen ist mein Credo immer Offenheit, authentisch bleiben und einfach das, was du kannst, dazu kannst du auch stehen, das darfst du auch so kommunizieren, da kannst du auch stolz drauf sein. Aber wenn du was nicht kannst, kann man das genauso kommunizieren und dazu stehen. Es ist kein Verbrechen, niemand kann alles. Wenn du jetzt zu deinen Kunden gehst und authentische Kommunikation trainierst, wie sieht dann so ein Training aus? Kannst du uns mal ein paar Tipps geben? Ja. Also wie kommuniziere ich jetzt authentisch? Also ich fange das Training immer an mit einem für mich sehr wichtigen und relevanten Modell. Kennst du Simon Sinek? Ja. Genau, mit dem Golden Circle. Ja. Und der Golden Circle hat mir persönlich schon extrem viel geholfen. Das ist ja Simon. Wie ist der? Wenn für alle, die es nicht kennen. Simon Sinek hat mal die Firmen untersucht und hat gesagt, wir gucken uns mal Firmen an, normale Firmen, die nicht so erfolgreich sind, wie die kommunizieren. Und wir gucken uns Firmen wie Apple, Adidas, Nike an, Puma, was machen die anders als normale Anführungszeichen Firmen. Und er hat herausgefunden, es gibt einen Kreis, der hat drei Ebenen. In der Mitte ist das Warum, das Why, dann in der zweiten Kreis das How und im dritten Kreis das What. Und die meisten Firmen oder eben Menschen, die auch in der Öffentlichkeit stehen, kommunizieren von außen nach innen. Sprich, what, how, why. Und das why wird einfach so nebenbei, so, ja, das ist so einfach da. Und er hat den Kreis umgedreht und hat gesagt, okay, Apple zum Beispiel oder Adidas, die starten im why, die starten im Zentrum. Und in der Kommunikation ist das genauso, oder in der Persönlichkeitsentwicklung, alles, was wir haben, was wir sind, ist in unserem Kern. Das heißt, das ist unser Herz, unsere Seele, ich nenne es mal das Herz. Und wenn du das machst, was deinem Herz ist, und genauso die Firmen, aber das kannst du auch auf eine Person anwenden, wenn du das tust, was in deinem Herz wirklich ist und was deine Leidenschaft, dein Herzensthema ist, dann kommt das How und das What automatisch. Also der Ansatz, den ich den Kunden und auch in den Workshops, in den Vorträgen immer lehre, ist, versuch wegzukommen von dem, was will ich anbieten, ich muss doch was finden, ich muss jetzt das anbieten, weil da gibt es noch nichts und so. Das bringt überhaupt nichts, wenn das nicht dein Herzensthema ist.
Weil dann gibt es andere, die haben das als Herzensthema, die sind dann leidenschaftlich, authentisch und die ziehen an dir vorbei. Ja. Du denkst, ja, aber ich habe doch auch eine gute Dienstleistung. Bei mir ist es so, und das entsteht jetzt auch alles gerade, weil ich wirklich so mein Herzensthema, eben dieses authentische Kommunizieren, aber auch dieses auf der Bühne stehen, Menschen inspirieren, motivieren, und da formt sich alles automatisch rundherum. Mhm. Also du musst dann, für mich ist es wie, du zapfst eine Quelle an und dann fließt es. Mhm. Und dann musst du gar nicht mehr viel tun, wenn du einmal wirklich dieses Why gefunden hast. Und das ist so der Start auch von so einem Workshop. Und das ist dann echt spannend, wie zum Teil gestandene Geschäftsfrauen, Geschäftsmänner wirklich schon mit den Tränen kämpfen, wenn sie nach 10, 20 Jahren im Business merken, so hey, mein Herzensthema ist ganz woanders. Und das zu sehen wirklich und dann nur so dieses Danke zu bekommen oder eine Umarmung, das erwärmt mein Herz. Das ist wirklich so das Ding, wo ich sage, boah, das möchte ich machen, das möchte ich weiter vorantreiben, um einfach den Menschen, die ähnliche Themen haben oder die ihr Warum noch nicht gefunden haben, eine Inspiration zu geben und die zu motivieren, auch das daran dann festzuhalten, respektive das zu, den Mut zu haben, auch das zu verfolgen. Das heißt, wenn ich jetzt gerade in einer Lebenssituation stecke und diesen Podcast anhöre und so das Gefühl habe, ups, ich habe irgendwie mein ganzes Leben immer mir gedacht, wenn ich das und das und das mache, dann bin ich ja an das und das und das. Dann frage ich mich jetzt am besten mal, warum mache ich das überhaupt? Warum bin ich überhaupt ich? Und warum? Aber es ist mega anstrengend, gell? Es ist extrem anstrengend und oftmals, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, versuche es nicht nur einmal zu machen. Weil der Kopf ist extrem stark. Das heißt, dein Kopf hat so viele negative Glaubenssätze noch verankert, dass immer direkt ein Impuls oder so ein Wehren kommt, das sagt, nee, das ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Und weil eine Angst auch, das ist ganz normal, hochkommt, sagt, nee. Oder das könnten die denken, oder nee, das entspricht nicht der gesellschaftlichen Norm. Und, also ich für mich habe das auch über 2 Jahre, glaube ich, immer und immer wieder gemacht. In regelmäßigen Abständen, manchmal alle 3 Monate, manchmal alle 6 Monate, immer wenn ich das Gefühl hatte, so, ist eine kleine Unzufriedenheit, was kann ich ändern? Und oftmals hilft es auch, das mit Menschen gemeinsam zu tun, die dich schon sehr gut kennen. Also in meinem Fall jetzt mit meiner Mutter, mit Freundinnen, die sehr eng sind, die dich die letzten 5 oder 10 Jahre begleitet haben. Und dann wirklich auch ehrlich sind, du brauchst ehrliche Leute, das ist sehr wichtig, und die dann auch mal spiegeln, wie du wirklich bist oder wie du wirkst, und oftmals kommst du da dann zu einzelnen Impulsen, die dir weiterhelfen und die dich wirklich zu diesem Warum bringen. Und ja, was auch, glaube ich, noch wichtig ist, dass habe ich auch schon erlebt in Workshops, dass viele dann denken, ja, das ist jetzt von heute auf morgen eine Veränderung. So funktioniert das leider. Oder zum Glück nicht, weil genauso wie du dir jahrelang diese anderen Dinge antrainiert hast oder jemand zu sein, der du eigentlich gar nicht bist, braucht es auch wieder eine Zeit, bis du eben dir das selber glaubst. Genau, dir das selber auch glaubst und vor allem das selber auch zutraust. Und einfach deine wahre Stärke und deine wahre Größe auch akzeptierst. Wir versuchen ja immer so ein bisschen mit einer angezogenen Handbremse zu fahren, weil wir oftmals Angst haben. Vorm Erfolgreichsein. Ja, dass plötzlich was entstehen kann. Weil du dann auch in eine Verantwortung reinkommst, wo viele keine Lust drauf haben, die dann sagen, ja, ich bleibe mit der angezogenen Handbremse, ist okay, muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Ich bin stolz, auf diesem Weg zu sein, und ich kann das auch jedem nur empfehlen, weil es fühlt sich großartig an, wenn du es geschafft hast, so zu sein, wie du wirklich bist. Und wenn du, egal wo du hinkommst, einfach diese Authentizität beibehalten kannst. Ja. Und ja. Ich dachte immer, ich wäre authentisch. Und ich habe also übers Radio, 7 Jahre Radio, jeden Tag on air, 6 Stunden und so. Und ich hatte ja immer so Coaches, ja, angebliche Personality Coaches, wo ich mich dann immer so frage, ja, aber brauche ich jetzt, um meine eigene Personality zu definieren, unbedingt einen extra Personality Coach, der mir dann für diese Personality eigentlich so eine verkappte Personality Maske aufsetzt.
dann habe ich immer gedacht, wenn man das in diesem Umfeld alle Leute gesagt haben, oh, du bist so authentisch, das ist so nett mit dir. Dann habe ich mich darauf halt gestützt und gedacht, ja, okay, das, was ich jetzt da bin, ist Authentizität. Bis ich dann irgendwann auch ja auf diesem Weg der Persönlichkeitsentwicklung mal viel tiefer gegangen bin und auch mal so gespürt habe, okay, wie geht's mir eigentlich, wenn ich jeden Tag in diesem Studio stehe? Und bin es zu 100% ich? Ist es das, wo ich mich nackt auf den Rathausplatz stellen könnte und sagen würde, ist mir egal, das bin ich? Und dann habe ich halt ein ganz klares Nein als Antwort gefunden und habe dann gemerkt, dass das alles so getan war, als wenn es authentisch wäre. Oder so antrainiert wurde. Genau, und da irgendwie so als Gefühl, um den Unterschied zu erkennen zwischen was ist unauthentisch und was ist authentisch, fühlt man sich in dem Moment, wo man dann wirklich authentisch ist, irgendwie viel wohler und viel fundierter und viel geerdeter. Und man hat irgendwie nicht mehr so das Gefühl, in jeder Situation jetzt die Vollpower liefern zu müssen. Das ist gar nicht mehr so anstrengend, wenn du halt dann einfach da bist. So, viel gechillter. Es ist total angenehm. Und das Coole ist, du ziehst ja dann auch solche Menschen an. Ja. Deswegen, das ist ja... Oftmals passieren dann Dinge oder Momente, wo du so denkst, hä, wie kann das sein? Wieso ist da diese Verbindung? Oder weil du auch viel sensibler und feinfühliger wirst und viel offener und weil eben nichts mehr sein muss. Es darf alles sein, es ist okay, so wie es ist und es muss nicht. Ja. Und weil wenn du diesen Druck rausnimmst und eben einfach bist, wie du bist, dann fließt, dann läuft's. Ja. Du hast gerade noch was super, super Spannendes angesprochen. Ich glaube nämlich, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen Angst haben, nicht vor dem Misserfolg, sondern vor dem Erfolg. Mhm. Wie hast du das gelöst? Hast du einfach gesagt, naja, ich gehe da jetzt mal rein, mal gucken, was kommt? Oder hast du das ganz bewusst bearbeitet und gesagt, wenn ich jetzt auf dieser Bühne stehe, dann soll da auch bitte viele Leute zuhören und dann soll das auch erfolgreich werden? Also am Anfang, das ist ja auch so ein Ego-Thema. Das ist, am Anfang habe ich mir immer gesagt, ich liebe es, im Mittelpunkt zu stehen. Ich mag es nach wie vor, ist glaube ich auch nichts Verwerfliches. Ich mag Lob, ich schätze die Anerkennung und ich habe das gesucht. Und ich bin heute so weit, dass ich sagen kann, das ist sicherlich auch auf die Jugendjahre, auf die Kindesjahre zurückzuführen, weil du es nie bekommen hast von außen, suchst du es und brauchst du es jetzt. Und das war die ersten Jahre sicher super gut und wichtig für mich auch, um dieses Fundament überhaupt bauen zu können und sagen zu können, okay, ich bin jetzt da, ich weiß, ich bin gut, ich weiß, ich komme bei den Leuten an. Und jetzt so die letzten 6 Monate... aber auch mal zu realisieren, ey, es geht im Fall eigentlich nicht nur um dich. Es geht darum, anderen Menschen was zu geben. Du hast jetzt die Gabe bekommen, vor Hunderten oder Tausenden von Menschen zu sprechen, die emotional zu berühren und in eine Veränderung zu bringen, die einen. Also das dankbar anzunehmen und das zu nutzen und nicht zu sagen, ja, ich und ich bin hier die Erfolgreiche, weil... Und ich habe das oft, ich habe das immer, mein Ziel war immer, ich will erfolgreich sein und ich will gesehen und gehört werden. Ich brauche das, um mich lebendig zu fühlen auch. Und jetzt so eben seit letztem Jahr fängt so ein Change in meinem Kopf erstmal, du musst das ja verstehen, dass okay, du bist nicht der Mittelpunkt der Welt, jetzt übertrieben gesagt, sondern vom Kopf dann ins Herz zu gehen, zu sagen, es ist okay, dass du gerne auf einer Bühne stehst und dass dir das Spaß macht, soll es ja auch, sonst wäre es im falschen Job. Aber es geht nicht darum, dass du nur gesehen wirst, sondern anderen Menschen auch zu helfen. Und das Spannende ist, seit ich das angefangen habe, wie umzupolen, läuft es besser als vorher. Ja. Weil ich nicht mehr immer denke, boah, okay, ich muss jetzt diese Kunden noch finden und ich muss so viel Umsatz machen und ich muss das und ich muss, sondern einfach so, hey, es ist alles mega cool und auch mal zu geben und eben das, was Tobi auch immer sagt, also der andere Tobi, Tobi Beck auch mal sagt, einfach auch mal zu dienen. Und das habe ich auch jahrelang vernachlässigt, weil ich immer gedacht habe, so, das mache ich, ich mache das nicht. Also das können andere machen, aber ich nicht. Und wieder zurückzugehen und zu geben
und dann erfahren zu dürfen, was alles automatisch kommt plötzlich, crazy, wirklich, ja, das ist so, oh mein Gott, und das fühlt sich so viel besser und erfüllter an. Ja. Du stehst am Morgen auf und bist mega happy und du gehst am Abend ins Bett und du bist erfüllt, weil es sich einfach so 100% gut und richtig anfühlt. Mhm. Und ja, es ist mega ein spannender Prozess. Ja. Ich habe als Moderator mir da auch von Tobi Beck was abgeguckt. Also ich habe mir auf YouTube das immer angeguckt, was seine Vorträge, und da hat er auch ganz viel davon erzählt. Und dann dachte ich mir, ja komm, das probierst du mal aus. Und wie du gesagt hast, das ist ja wirklich ein Prozess. Mhm. Und ich für meinen Teil kann so von Erfahrungen berichten, wo ich dann auf Bühnen stand und mir eigentlich, ich habe den Leuten so vorgespielt, dass es mir um die geht, aber wirklich ging es mir die ganze Zeit nur um mich. Genau. Ich habe die ganze Zeit geguckt, okay, sehe ich gut aus, passt alles, wie stehe ich da, habe ich jetzt den Satz richtig und so. Und dann wie ist die Resonanz? Wie anstrengend das für dich selber ist, wenn du die ganze Zeit wie mit so Monitoren und Drohnen um dich rum dich selber beobachtest. Dabei geht es ja 0,0 um dich, sondern um die da sind. Hast du diesen Prozess jetzt schon abgeschlossen? Ich weiß nicht, ob Prozesse jemals abgeschlossen sind, aber ich genieße es, in diesem Prozess so drin zu sein, dass ich mittlerweile sogar versuche, Veranstaltungen komplett frei zu moderieren, nur um das zu nehmen, was da ist, und daraus dann was zu nehmen. Und das ist wie bei dir. Also das Höchste der Gefühle dann. Wie ich dann ganz anderes Feedback plötzlich bekommen. Also wie du sagst, und es ist so magisch, weil es so plötzlich so ein Switch von ich zu du. Ja. Ja. Das ist mega spannend. Und ich finde auch, du hast plötzlich auch eine ganz andere Erwartungshaltung, weil ansonsten, wenn du auf eine Bühne gehst, dann erwartest du ja, also ich bin immer so auf die Bühne gegangen, dass ich mir erwartet habe schon, dass mich die Leute abfeiern werden und dass sie es richtig geil finden. Und dann fokussierst du dich immer nur darauf. Und jetzt ist so, du bist im Vertrauen, aber du hast, also ich habe nicht wirklich eine Erwartung im Sinn von alles schon in meinem Kopf ausgemalt, wie das jetzt wird. Weil du hast dann wirklich diese Freiheit, das, was du sagst, du nimmst den Moment auf, du kannst spontan reagieren. Wenn du aber schon 3 Tage vorher in deinem Kopf Schritt für Schritt durchgehst, was du sagst und wie du sagst und wann du einen Witz machen musst und wann du möchtest, dass die Leute lachen, das ist so eine Freiheit, die du plötzlich dazu gewinnst, und so eine Leichtigkeit auch, nicht nur für diesen Auftritt selbst, sondern auch davor und danach, weil du hast ja plötzlich viel mehr Zeit, du bist viel mehr im Moment, und ich finde das extrem wertvoll. Ja, und dieses Thema mit der Vorbereitung, ich habe mal einen Coach gehabt, der gesagt hat, okay, wenn du, super, ich habe den kurz vor der Veranstaltung angerufen, hey, ich habe alles vorbereitet, ganz viele Moderationskarten, und dann hat er gesagt, was für ein Bullshit, lass das alles im Auto liegen. Wenn du wirklich wissen willst, ob du gut bist, in dem, was du tust, dann lass die Moderationskarten im Auto oder leg sie an Bühnenrand oder so, dass du dich noch ein bisschen sicherer fühlst. Aber wenn du dir von vornherein deine Vorbereitung in diesen ganzen Dingen mitnimmst, dann programmierst du dich immer auf Angst. Weil das würde ja bedeuten, dass du nicht in der Lage bist, frei zu Menschen zu sprechen. Und dann war ich so aufgeregt vor der Veranstaltung. Und komischerweise, als ich dann aber auf der Bühne stand, war alles weg. Das war dann plötzlich so... Keine Angst mehr. Okay, geht. Krass. Mhm. Also... Und dann das Gefühl danach, diese, ja, diese Freude. Ja. Ich habe nach der Veranstaltung 1,5 Stunden mit den 1-Euro-Kräften die Stühle aufeinander gestapelt, weil ich so viel Energie hatte. So, kann ich euch bitte helfen? So cool. Ja, aber das sind die Momente, das war sicher auch schon länger her. Also schon länger her. Schon ein paar Jahre, oder? Die Geschichte? War letztes Jahr. Ah, okay. Ja, aber das bleibt einem immer, das wird ja auch in 10 Jahren noch in Erinnerung bleiben. Ja. Weil es so das erste Mal ist, wo du was richtig Großes machst für dich, wo dich richtig weiterbringt. Und dich dann daran zurückzudenken, auch wenn du wieder mal vor so einem Ereignis stehst und weißt, hey, ich hab's damals geschafft, also dann kann ich es jetzt immer. Ja. Es gibt dir ja auch Vertrauen dann. Wenn du einen Tipp hättest für alle, die gerade zuhören, welcher wäre es? Mut zu haben, zu sich selber zu stehen
und das zu tun, was du wirklich möchtest. Wegzukommen von diesem Perfektionismus, das hat mich jahrelang kaputt gemacht, innerlich, geistig, körperlich, psychisch auch, dir selber einfach mal diesen Druck rauszunehmen und Vertrauen zu haben, ins Vertrauen zu gehen. Und es ist gut, so wie du bist, und alles, was du brauchst, ist in dir und du musst es nur rauslassen. Du musst den Mut haben, es rauszulassen, und du darfst auch lernen, dass es egal ist, was die Gesellschaft, dein Umfeld sagt oder wertet, weil das ist ihre Sicht und das ist nicht deine Sicht. Und das war für mich so, in den, wenn ich jetzt die letzten 3 bis 6 Monate nehme, das Key Learning oder das, was mir wirklich am meisten geholfen hat. Und auch da, das ist nicht von heute auf morgen mit dem Schnips vorbei, sondern es ist ein Prozess. Aber ich kann nur empfehlen, das aufzuschreiben, jeden Tag zu lesen, dir immer wieder bei gewissen Situationen genau das vorzusagen, mit dir selber in die Kommunikation zu gehen, mit dir selber zu sprechen, und dann wird es von Mal zu Mal besser und vertrauter. Wenn du dein Leben in einem Satz beschreiben würdest, was wäre das für einer? In einem Satz. Ich liebe mein Leben, Punkt. Ja, das trifft es ziemlich gut. Ich liebe die Reise und die Menschen und Orte, wo ich noch nie zuvor war, und freue mich auf alles, was ich noch erleben darf. Danke für deine Zeit. Ich danke dir vielmals. War sehr, sehr spannend und inspirierend. Ja, du. Du. Falls dir die Folge gefallen hat, also wir beide sind dir unglaublich dankbar fürs Zuhören und bis ganz zum Schluss zuhören. Falls dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch unbedingt mit 5 Sternen bei iTunes, dann rankt das immer weiter nach oben und kann so viele Menschen wie möglich inspirieren. Follow uns auf Spotify und Instagram und alles, was dazugehört. Und wenn du mehr über Alessandra erfahren willst, dann klick auf wecommunicate.ch, vcommunicate.ch. Stimmt, man hört ja eigentlich nur das Schweizerische, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Genau. Aber es hört man ja raus. Okay, danke schön, tschüss. Ciao, danke. Ja.